Hallo, ich bin Martin Gertler, Dozent dieses Kurses Research Thinking. Herzlich willkommen. Heute ist es möglich, das Forschen zu lernen. Vor wenigen hundert Jahren noch musste alles handschriftlich festgehalten werden, was erforscht wurde. Bücher erstanden erst von Hand, dann kam der Buchdruck, alles ging schneller und heute kann es nicht schnell genug gehen. Für meine Dissertation waren es einige Jahre. Und erst als sie fertig war, habe ich verstanden, dass ich das Forschen gelernt habe, weil ich es in diesem Buch in meiner Dissertation erfolgreich vorlegen konnte. Und wirklich erst in der Zeit der Fertigstellung wurde mir bewusst, wie viel Freude mir das Forschen bereitet hat. Das ist bis heute so geblieben. Denn es hat mein Leben verändert. Ich könnte auch sagen, verwandelt, transformiert. Das wünsche ich Ihnen auch und deshalb habe ich in den letzten Jahren für Sie diesen Kurs entwickelt über die Grundlagen des Forschungsdenkens, wie ich es nenne, Research Thinking. Es lohnt sich für Sie, wenn Sie mehr wissen wollen als die üblichen Techniken wissenschaftlichen Arbeits. Stellen Sie sich vor, Sie hätten für Ihren Führerschein nur die Theorie gelernt, aber keinen Blick dafür bekommen, wie man von hier nach dort kommt und was man dabei tun muss. Mit meinem Ansatz lenke ich Ihren Blick auf den Weg, auf den roten Faden des Forschens, von der ersten Problemstellung bis zur erreichten Problemlösung, zum Ziel. Welche Schritte sind zu tun? Welche Methoden stehen zur Verfügung? Wie wende ich sie an? In all diese Themen nehme ich sie mit, sodass Sie bald selbst Ihren Forschungsweg finden und gehen können. Willkommen in unserem Kurs. And there, you can use the subtitles in English, in German and in Dutch. You will hear and read everything in English. So, let's go. Research Thinking. Welcome. My name is Jeff and I will be your instructor. You will learn the basics of research in these five chapters. First, how to research academically. Second, how to create the base elements. Third, how to think critically. Fourth, how to research empirically. And fifth, how to comply with quality criteria. May these basics be of great help to you as you prepare to conduct your research. See you there.